Wir werden geboren und leben in einer Welt der Energieströme und Informationen. Aus den Tiefen des Universums, aus dem nahen Kosmos, von der Sonne und von dem Mond. Informationen sendet auch unsere Erde aus. Wir werden von den Informationsfeldern, der Mineralien, der Luft und Flora durchströmt. Auch die von menschlichen Tätigkeiten hervorgerufenen technischen Strahlungen umgeben uns. Rund um die Uhr, Tag und Nacht, arbeiten um uns herum hunderte von Radio- und Radarstationen, TV-Stationen, Hoch- und Niedrigspannungsleitungen, Überlandleitungen und Spannungswerke, Elektromotoren, Millionen von Handys, Funk- und Radiotelefonen. Ihre Zahl kann man nicht mehr fassen. Dazu gehören auch die sogenannten dünnen Energien von Mensch, Tier und Lebensmitteln. Im Laufe des ganzen Lebens durchströmen uns diese unsichtbaren Strahlungen. All diese Ströme wirken auf uns, sie harmonisieren oder ruinieren unseren Körper. Diese dünnen Energien sind noch kaum erforscht, aber die Wissenschaft hat ihre Existenz und ungeheure Kraft anerkannt. Es ist besonders wichtig, da diese unbemerkbaren dünnen Energien und Informationen oft viel stärker auf unseren Körper wirken als die groben und bemerkbaren. Jedes Organ des menschlichen Körpers, jede Zelle besitzen ihre eigene Schwingungsfrequenzen und sie treten in Resonanz mit den äußeren Feldern und reagieren sehr stark auf diese äußeren Einflüsse. In einigen Fällen bekommen unsere Zellen heilende Energien und werden widerstandsfähig gegenüber den äußeren negativen Faktoren. Wenn wir von einem gesunden Menschen reden, dann hat er viel Energie, ist aktiv und hat Zukunftspläne. In anderen Fällen können fremde Strahlungen Resonanzen hervorrufen, die den Körper disbalancieren und zum Tode führen. Sogar einen kräftigen und gesunden Körper. In jungen Jahren können wir ziemlich leicht diesen Einwirkungen widerstehen, weil wir unsere Reserven nutzen, die von der Natur gegeben sind. Aber mit den Jahren, wenn die inneren Energien geschwächt sind und abnehmen, sinkt die Widerstandsfähigkeit des Körpers und die Wehwehchen stellen sich ein. Dies wird durch den technischen Fortschritt, den wir so genießen, noch mehr verstärkt. Der Mensch hat in der sogenannten Zivilisation vergessen, dass er ein untrennbarer Bestandteil der Natur ist, dass er sich von der Natur getrennt hat und in einer Disharmonie lebt. Tagtägliche Unruhe, Stress, häufige Umzüge sowie Flüge über die Zeitzonen, Störung des Tag-Nacht-Rhythmus beim Essen, technogener elektromagnetischer Smog, geopathische Strahlungen, negative Einwirkungen der Massenmedien. Dies sind die Ursachen unserer schnellen chronischen Müdigkeit, Depressionen, ständige Nervosität, Schlafstörungen, Gedächtnisschwäche, Immunschwäche und Anfälligkeit für Infektionen. Hier kann man auch die vergiftete Luft, verschmutztes Wasser, verseuchte Lebensmittel, all die Ersatz- und künstlichen Lebensmittel und Zusatzstoffe hinzuzählen, die unseren Körper mit Informationsgift füllen, unsere Gesundheit schwächen und unser Leben, das sowieso schon kurz genug ist, noch weiter verkürzen. Es gibt noch ein Problem, ein globales Problem, die Zustandsveränderung des Kosmos. Im letzten Jahrzehnt hat sich die Geschwindigkeit der Magnetpolwanderung stark erhöht und die Resonanzfrequenz des Erdmagnetfeldes, mit dem das menschliche Gehirn Jahrtausende im Einklang gelebt hat, ist höher geworden. Vor unseren Augen geschieht der Klimawandel. An all das kann der Körper sich schlecht gewöhnen. Junge Menschen reagieren auf all das sehr schmerzhaft. Bei der ständigen Abwehr dieser negativen Wellenattacken muss der Körper an der Grenze seiner Möglichkeiten arbeiten. Gibt es einen Ausweg aus dieser Situation? Ist es möglich, den Körper von diesem Infodreck zu befreien? Und wie kann man die Widerstandsfähigkeit gegenüber den negativen Einwirkungen erhöhen? Kann man die schmerzlichen Reaktionen des menschlichen Körpers auf die Veränderungen kosmischer Faktoren lindern? Geht das überhaupt noch?
Zwischen dem 20. und 21. Jahrhundert hat sich die Wissenschaft stark einem neuen Verständnis der Gesundungsmechanismen genähert. Das ist durch das Verständnis des Mechanismus der Wechselwirkung von Energieinformationen zwischen Mensch und der Umgebung zustande gekommen. Stepanow Alexander Michailowitsch, Mitglied der Akademie der Naturwissenschaften, zweifacher Doktor der Medizin, Professor, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter des Forschungsinstituts der Ökologie und Hygiene, der Umwelt-, des Gesundheits- und Sozialentwicklungsministeriums der Russischen Föderation. Heute entwickelt sich der medizinische Zweig der sogenannten Energiemedizin in der ganzen Welt sehr stark. Das ist eine ganz prinzipiell neue Richtung der Wissenschaft. Es ist möglich geworden, die Eigenschaften der Arzneimittel mit einer Wellenmethode von außen in das Innere des menschlichen Körpers zu übertragen. Die Informationsmedizin attackiert den menschlichen Organismus nicht mit fremden Stoffen. Sie überträgt Informationen in das Innere und regeneriert die normale Struktur von Blut und Lymphe. Die ganze wässrige Struktur des menschlichen Organismus. Folge: Sie stärkt das Immunsystem und der Körper regeneriert sich selbst und bewältigt die auf ihn zukommenden Probleme. Ich glaube, dass dies in Zukunft eine Hauptrichtung in der Medizin wird. Die Informationsübertragung, nicht aber die chemischen Substanzen, Arzneimittel, in den menschlichen Organismus kann zum haupttherapeutischen Mittel für die Heilung werden. Nach Meinung der Wissenschaftler wird die Informationsmedizin, nicht aber die Arzneimittel, den Menschen ein hohes Alter ermöglichen und den Körper in einem gesunden und aktiven Zustand erhalten. Die Hauptideen der Informationsmedizin zeigt uns die Umwelt selbst. Vor Urzeiten haben die Menschen bemerkt, dass es Stellen auf der Erde gibt, wo die Tiere zum Ausruhen hinkommen, wo die Gräser grüner sind, die Bäume und Sträucher besser wachsen. Sie bemerkten die Heilkräfte der Bäder an diesen Stellen. Ihre Kräfte regenerierten unfruchtbare Frauen, gebaren, Kranke wurden geheilt. Diese Stellen werden Kraftplätze genannt. Sie waren als legendäre Plätze von Urzeiten bekannt. Die Pilger strömten zu diesen Plätzen, um gesund zu werden. Die Wissenschaftler haben die heilende Wirkung dieser Stellen heute in vielen Fällen schon nachgewiesen. Eine besondere Rolle spielen an diesen Plätzen die Energie- und Informationsströme, die aus der Erdtiefe kommen. Es wurde festgestellt, dass sich die meisten Kraftplätze an den tiefen Erdbruchstellen befinden. Ausgerechnet durch sie befreit sich die Erde von dem inneren Energieüberschuss. Eben deshalb sind diese Kraftplätze im Vergleich zu anderen mit so einem Energieüberschuss versehen. Nicht von ungefähr bauten unsere Vorfahren an diesen Stellen ihre Tempel. Auch heute befinden sich an vielen Kraftplätzen die Ruinenreste der alten Tempel, Megalithe, Dolmetne, Steinlabyrinthe, Terrali. Diese primitive Konstruktionen sind gar nicht so einfach, wie sie aussehen. Ihre Form, Material und sogar ihre räumliche Orientierung sind nicht zufällig getroffen. Wie die Wissenschaftler meinen, verstärken solche Bauten nicht nur die Energetik dieser Plätze, sondern verleihen der Erdenergie zusätzliche positive Eigenschaften. Die Pilger haben keine Vorstellung von der Wirkungsursache der Wunderheilung. Sie erleben aber ungewöhnliche Gefühle oder sie glauben einfach an die Heilungskräfte dieser Stellen. Sie versuchen, von dieser Stelle wenigstens einen kleinen Teil dieser Energien als Erinnerung mitzunehmen. Einige nehmen zur Erinnerung ein Steinchen oder Erde mit oder sie füllen Behälter mit dem örtlichen Wasser oder strukturieren das mitgebrachte Wasser. Einige glauben daran, dass der mitgebrachte Talisman, der auf diesem Kraftplatz gewesen ist, sich zu einem wunderwirkenden Gegenstand verwandelt. Heute hat man festgestellt, dass ein Gegenstand von diesen Kraftplätzen einen entsprechenden Informationsabdruck bekommt. Auch wenn sie schwächere Wirkung zeigen, besitzen diese Gegenstände heilende Eigenschaften. Die Energie wird aber nur für eine bestimmte Zeit beibehalten, dann schwächt sie ab. Die Informationen schwinden. Die Wissenschaftler stellten eine Frage.
Wie kann man einen Stoff finden oder ein Sondermaterial herstellen, das die Informationen, die auf ihm gespeichert sind, unendlich aufbewahren kann? So ähnlich wie bei einem Computer mit seinem Speichergedächtnis. Am Anfang wollten sie das Wasser als Informationsgedächtnisträger nutzen, das in der Natur als ein am meisten informierter Stoff gilt. Schon im Jahr 1988 hatte der französische Wissenschaftler Kazek Ben Denis aufgrund seiner homöopathischen Forschungsergebnisse Vermutungen angestellt, dass das Wasser ein Gedächtnis besitzt. Die anderen Wissenschaftler konnten ihm nicht glauben. Wassergedächtnis funktioniert. Er wurde beschimpft und ausgelacht. Aber nachdem er nach Moskau gekommen war, habe ich mich mit ihm getroffen in meinem Labor für im föderalen wissenschaftlich-klinischen Experimentierzentrum der traditionellen Methoden der Diagnostik und Heilung des Gesundheitsministeriums. Als ich ihm als Wissenschaftler über Wasserforschung erzählte und den homöopathischen Vorgang entzifferte und wie das Wasser das Gedächtnis entsteht, sagte er, der Franzose, die russischen Wissenschaftler, ausgerechnet die Physikchemiker, werden den Vorgang des Wassergedächtnisses wissenschaftlich begründen können. Senin Stanislav Valentinovich, zweifacher Doktor der Biologie, Doktor der Philosophie, Doktor der Chemie, Präsident der Internationalen Akademie der Energieinformation, ordentliches Mitglied der Russischen Akademie der Naturwissenschaften, Leiter des Biophysischen Labors des Wissenschaftlichen Forschungsinstitutes der Ökologie des Menschen und Umwelthygiene und Gesundheit und Sozialentwicklung der Russischen Föderation, führender Wissenschaftler im Bereich der Informationsfähigkeit des Wassers. Seine Worte waren eine Prophetie. Ein paar Jahre danach haben wir das volle Bild der Strukturorganisation des Wassers dargestellt. Wir benutzen bei unseren Forschungen die modernen physikalisch-chemischen Methoden. Alle Methoden, die eine Aussage über die Struktur des Wassers liefern können, wurden angewandt. Neben der Magnetresonanzmethode und der sehr effektiven Sonographie haben wir noch zwei moderne, hocheffektive Methoden benutzt. Senin Stanislav Valentinovich. Das Gedächtnis des Wassers ist etwas Unglaubliches. Eine fließende Substanz, die keinerlei Ähnlichkeit mit einem Computerkristall oder Mikrochip hat. Es wurde bewiesen, dass Wasser besteht aus gewissen Anfangsstrukturelementen, die unter der Einwirkung von außen stabile Strukturkompositionen bilden. Diese Strukturkompositionen können sich in Gruppen vereinigen, zu technischen Clustern, Zellen oder anderem. Dies lässt sich mit der Lego-Konstruktion vergleichen. Aus den einzelnen Steinen kann man verschiedene Objekte bauen. Die Anzahl möglicher Kombinationen ist unendlich, ebenso beim Wasser. Das Wasser hat im Vergleich mit dem Computer, der ein begrenztes Speichervolumen hat, ein unbegrenztes Gedächtnisvolumen. Das Wasser kann ein Träger von einem unendlichen Informationsvolumen sein. Unter dem Einfluss von außen können die Strukturgruppen des Wassers ihre Zahl und Anordnung, ihre Konfiguration ändern, sich mit anderen Gruppen verbinden. Mit anderen Worten, das Wasser kann die Einwirkung von außen mit seinem Gedächtnis speichern. Ausgerechnet diese Wasserfähigkeit ist die Grundlage der Informationsmedizin. Die Idee ist einfach. Indem wir die Ordnung der Wechselbeziehungen oder die Ordnung der gegenseitigen Aufstellung der Wasserelemente verändern, werden sich dabei die Fähigkeiten des Wassers ändern. Wenn sich somit die physiologischen Eigenschaften im Körper ändern, kann man von einer Steuerung unseres Körpers sprechen. Die Rolle vom Wasser in unserem Organismus ist nicht zu unterschätzen. Der erste Sensor, der die Welleninformation von außen aufnimmt, ist das Wasser in uns. Nach dieser Welleninformation verändert sich die Wasserstruktur
Und diese veränderte Wasserstruktur verteilt diese Informationen auf der Zellebene, was sich positiv oder negativ auf den Körper auswirken kann. In der Regel ist natürliches Wasser gut strukturiert. Die Wasserstruktur wird durch ständige Bewegung aufrechterhalten. Das ist ein ununterbrochener Prozess. Aber unser Trinkwasser aus der Wasserleitung ist weit davon entfernt. Unser Trinkwasser aus den Wasserleitungen ist wesentlich verändert. Es ist technisch behandelt und hat seine Struktur verändert. Normales Wasser ist die Grundlage unseres Lebens. Wasser befindet sich im Körper überall. In den Zellen, in den Zellzwischenräumen. Der Mensch besteht aus 70 und mehr Prozent Wasser. So zum Beispiel besteht der 6 Monate alte Fötus aus 98% Wasser. Insbesondere das Wasser im Blut, Lymphe und andere Körperflüssigkeiten verteilt die Nährstoffe im Körper. Das Wasser hat noch eine wichtige Eigenschaft. Es kann die in ihr gespeicherte Information bewahren, vermehren und auf den ganzen Körper übertragen. Wenn das Wasser durch Herz, Niere, Leber und andere Organe fließt, liest das Wasser die Informationen von diesen Organen ab und trägt sie dem ganzen Körper zu. Man kann sagen, dass Wasser eins der wichtigsten Elemente ist, die Vereinigungsfunktion besitzt, die alle Teile unseres Körpers in ein System verbindet. Ich habe keine Angst zu behaupten, dass wir mit einem Begriff Homeocomputer auf Wasserbasis konfrontiert sind. Von der Information, die das Wasser überträgt, ist in erster Linie der Zustand unseres Körpers abhängig, infolgedessen auch die Gesundheit und das Alter. Es könnte den Anschein haben, dass endlich ein universales Gedächtnisspeicher gefunden worden ist, das Wasser. Sogar die eingefleischten Skeptiker leisten keinen Widerstand, aber sie merken kritisch an, es ist nur ein kurzzeitiges Gedächtnis. Unter der Information von außen entsteht eine Wasserkonstruktion, die im nächsten Augenblick wie ein Kartenhäuschen zerfällt, und da haben die Skeptiker recht. Die Wissenschaftler gaben nicht auf und ihre Bemühungen wurden honoriert. Wasser kann hervorragend die Informationen behalten im Gedächtnis. Aber sie lange zu bewahren, ist es nicht imstande. Alles, was leicht behält, verliert es auch so leicht. So ein Gesetz. Wasser mit seinem gewaltig großen Gedächtnisvolumen ist ein hervorragender Vermittler, aber kein gedächtnisbewahrendes Gerät. Außenstrahlen, sogar einfache Erwärmung verändert die Information oder kann sie sogar ausradieren. Die wissenschaftlichen Anstrengungen hatten Erfolg. Neueste Technologien haben die Herstellung von neuen Materialien ermöglicht, auf deren Basis ein hervorragendes Gerät gebaut wurde. Es hat folgende Eigenschaft: kann behalten, lange bewahren und, was besonders wichtig ist, die auf ihm gespeicherten Informationen ständig ausstrahlen. Unsere Geräte wurden gebaut aufgrund der wissenschaftlichen Errungenschaften der genialen Physiker im 20. Jahrhundert: Nikola Tesla, Viktor Schauberger, Nikolajew. Koltsov, Mitglied der arbeitswissenschaftlichen Gruppe, die den Algorithmus und die Computerversorgung des russischen Shuttle Buran ausgearbeitet hat. Erfinder des Funktionalkorrektors. Einer der ersten, der diese Wunderwellen entdeckte, war Nikola Tesla. Das geschah vor 100 Jahren. Er nannte diese Wellen Radialenergiewellen. Bald hat er festgestellt, dass diese Wellen auch Magnetskalarwellen genannt werden. Später wurden sie auch Längswelle genannt. Sie verbreiten sich fast augenblicklich schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Diese Erfindung wurde von der klassischen Physik ignoriert und vergessen.
Davon hatten nur die Wissenschaftler der geheimen Verteidigungsorganisationen und die Weltfinanzelite eine Ahnung. Die Tatsache ist folgende: Im Unterschied zu der aus der Physik bekannten elektromagnetischen Wellen ist die Wechselwirkung der Längswellen mit dem Umfeld völlig anders. Kurzhoff. Es wurde klar, dass der Informationswechsel in allen lebenden Organismen mithilfe von Längswellen geschieht. Ausgerechnet mit Hilfe dieser Wellen kommunizieren die Zellen miteinander. Als Hauptresonator dient nichts anderes als die Doppelhelix der Zelle. Die geheimen Forschungen in diesem Bereich wurden beschleunigt, sodass es zu praktischen Resultaten kam. Am meisten waren es die reichsten und die einflussreichsten Vertreter der Menschheit, die schon 20 Jahre sehr aktiv die geheimen Errungenschaften im Bereich der Informationsmedizin genutzt haben. Die Weltelite hat von diesen Forschungen profitiert, um ihre Gesundheit aufrechtzuerhalten und ihr Leben zu verlängern. Unter dem Druck der Pharmaindustrie wurden diese Arbeiten nicht affichiert. Aber alles, was geheim ist, kommt irgendwann doch zum Licht. Und die Errungenschaften der Informations- und Energiemedizin wird in den Kreisen der Wissenschaftler zunehmend bekannt. Es sind schon Teilchen entdeckt, die eine Geschwindigkeit besitzen, die schneller ist als Lichtgeschwindigkeit. Immer öfter wird darüber gesprochen, dass das Magnetskalarfeld die Wechselwirkung nicht nur im Bereich des Lebens, zwischen allen Lebenswesen auch im Weltall herstellt. Alles Lebende kommuniziert durch diese Felder und bekommt die Informationen von außen. Eine größere Klarheit in dieser Frage brachten im Jahre 1982 die Forschungen des genialen Physikers Gennadi Wassiljewitsch Nikolajew. Er hat die Idee der Existenz des energetischen Skalarwellenanteils am Magnetfeld vollständig wissenschaftlich formuliert und begründet. So hat Nikolajew im Jahre 1982 ein ganz einfaches Verfahren vorgeschlagen, um die Bildung von Skalarmagnetfeldern zu produzieren. Und dieses Verfahren, um Informationen speichern und ausstrahlen zu können, die von der Längswelle verbreitet werden, zu verwenden. Der Korrektor besitzt die Fähigkeiten, die Informationen, die mit Hilfe von Längswellen übertragen werden, zu speichern und auszustrahlen. Dabei hatte das moderne Wissen über die Eigenschaften dieser Wellen und die Erfahrung bei der detaillierten Ausarbeitung der kosmischen Systeme geholfen. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Funktionalkorrektoren ein Feld um sich herum bilden. Diese Funktionalkorrektoren helfen uns, die äußere Einwirkung von geopathogenen Feldern sowie natürlichen, als auch technischen Ursprungs zu kompensieren. Das haben wir auf der Zellebene untersucht, konkret auf den Prozess der Erythrozytenverklebung im Blut, zum Beispiel von der Wirkung der Handys. Die Zellen verkleben nicht, es entsteht keine Schockreaktion. Jede energetische Einwirkung in der Nähe der Korrektoren von außen ruft bei den Funktionalkorrektoren eine Gegenreaktion aus. Je stärker die Einwirkung, desto stärker die Antwort der Funktionalkorrektoren. Das Gerät ist so lange aktiv, bis die Innenbiorhythmen des menschlichen Organismus mit den Rhythmen der Erde übereinstimmen. Wenn das Problem gelöst ist, dann arbeitet das Gerät nicht länger. Wenn das Problem wieder erscheint, schalten sich die Funktionalkorrektoren automatisch ein. Es trat die Frage auf, kann man außer der Schwächung der negativen Einwirkung von außen auf den menschlichen Körper diese Geräte auch für die positive Einwirkung benutzen? Das wurde möglich, als wir analysieren lernten und eine positive Feldstruktur der Zelle herstellten und damit Strukturen gegen Parasiten und Viren entstanden. Es hat sich herausgestellt, dass ihre Dynamik unterschiedlich ist. Es wurde Klarheit geschaffen in der Ursache der Ineffektivität vieler medizinischen Präparate und physiotherapeutischen Geräte, die mittels der Inversionsprinzips genutzt wurden. Gegenwirkung gegenüber einer Wirbelstruktur. Bei der Herstellung von Funktionalkorrektor wurde eine Eigenschaft der Skalarmagnetfelder festgestellt. In dem Moment der Magnetisierung hatten die Funktionalkorrektoren alle Charakteristiken aller Felder im Gedächtnis behalten, die um sie waren. Sie haben die nicht nur behalten, sondern konnten sie auch später aussenden. Es kam die Idee auf,
die Funktionalkorrektor mit solchen Informationen aufzuladen, die den Körper heilen könnten. Am Anfang gelang es uns, die Informationen von Heilkräutern und Mineralien, später dann die Feldcharakteristiken von Kraftplätzen auf die Funktionalkorrektoren aufzutragen. Schwierigkeiten bestanden durch den Transport der schweren Geräte zu den Heilquellen, aber eine Lösung wurde gefunden. Ausgerechnet Wasser wurde zum Vermittler zwischen der sekundären Strahlungsquelle und dem Gerät, dem Funktionalkorrektor. Die von den Heilkräutern, Mineralien und Kraftplätzen auf das Wasser aufgetragenen Informationen wurden nach Moskau gebracht und durch spezifische Verfahren auf die Funktionalkorrektoren aufgetragen. Diese sollten die Informationen dem menschlichen Organismus weitervermitteln. Es brauchte 10 Jahre, bis wir imstande waren, das alles richtig zu machen und einen Resonator zu schaffen, der in der 5. oder 6. Version vorhanden ist. Der Funktionalkorrektor synchronisiert die inneren Rhythmen der menschlichen Organismen mit den äußeren Rhythmen vom Magnetfeld der Erde und Rhythmen der kosmischen Strahlung. Das Gerät besitzt eine interessante Eigenschaft. Der Funktionalkorrektor hat keine elektrische Quelle. Er bekommt die Energie aus dem Umweltraum. Dabei ist seine eigene Strahlung energetisch so schwach, dass man das Gerät als ein homöopathisches elektromagnetisches Mittel bezeichnen kann. Der prinzipielle Unterschied zu anderen elektrisch-technischen Geräten besteht darin, dass wir nicht durch Kraft und Leistung wirken, sondern nur durch Information. Die Wirkung von Funktionalkorrektor ist weich, dauerhaft, nahe der natürlichen Felder. Deshalb ruiniert das Gerät nicht, sondern harmonisiert die Körpertätigkeit. Die Wirkung von Apparaten der Physiotherapie ist hart und schnell. Weil um unser Gerät ein Feld entsteht, das Harmonisierung auf den Körper wirkt, hatten wir den Namen Korrektor des Funktionalzustandes gewählt, Funktionalkorrektoren. Wir haben gelernt, auf die Funktionalkorrektoren die komplexen Informationen aufzutragen, die wir von den Heilkräutern, Heilmineralien und Heilquellen abgelesen haben. Deshalb wirken die Funktionalkorrektoren auf den Körper heilend. Und es ist kein Placebo-Effekt festzustellen. Das wurde durch medizinische Laborversuche festgestellt. Die Wirkung der Funktionalkorrektor wird durch verschiedene medizinische Geräte und verschiedene Diagnostikverfahren festgestellt. Es ist wichtig zu bemerken, dass wir nur russische Heilkräuter, Heilmineralien und Kraftplätze genutzt haben, um die Informationen, die uns verwandt sind, zu nutzen, dessen Frequenzcharakteristiken nach der Vibrationen von dem Lebensort stammen. Eine unabhängige Staatsexpertenkommission untersucht die Funktionalkorrektoren auf ihre Wirkung mit Hilfe verschiedener Verfahren. Die Wirkungsmethode wurde bei uns im Jahr 1996 patentiert und vom Wissenschaftlichen Rat des Gesundheitsministeriums im Jahre 2001 bestätigt. Es wurde die Leitfähigkeit in westlichen Lösungen gemessen, die unter Einwirkung von äußeren Feldern standen. Eine sehr einfache, informationsbringende Methode. Es hat sich herausgestellt, dass die Leitfähigkeit ein fantastischer Parameter ist. Einfacher und zugänglich. Er erlaubt, Rückschlüsse zu ziehen, da man bei allen Einwirkungen von jeglichen Feldern, ob physikalisch, mental und andere, die Veränderung feststellen kann. Das erste Mal nach dem Jahr 2001 bekamen wir die Möglichkeit, alle Kaltstoffplatten, die für die Herstellung der Gesundheit vorgesehen waren, zu untersuchen. Die oben genannte Untersuchungsmethode erlaubte auch jegliche andere physikalischen Geräte auf ihre Wirkung hin zu untersuchen. Viele ihrer Geräte zur Untersuchung mit der Behauptung, sie würden zur der Gesundung des menschlichen Körpers dienen. Wir haben sie dann untersucht und festgestellt, dass sie keinerlei Einfluss auf die Wassereigenschaften ausüben können. Solche Fälle gab es auch. Bei der Untersuchung der Korrektoren gab es ein ganz anderes Bild. Die Leitfähigkeit und andere Eigenschaften des Wassers und dessen Lösungen unter Einwirkung von äußeren Feldern änderten sich rapide, augenblicklich. Hier sehen Sie das Gerät, womit wir die Untersuchung der Kaltstoffplatten unternommen haben.
Schapowalow Dmitri, zweifacher Doktor der technischen Wissenschaften, Moskauer Universität der Ingenieurphysik, führender Wissenschaftler, Mitarbeiter im Wissenschaftslabor der Forschung, Uni der Gesundheits- und Sozialentwicklung der Russischen Föderation. Als Ergebnis vieler Experimente hat man festgestellt, dass die Koltsow-Platten eine bestimmte Spur in der Umwelt zurücklassen, wenn sie für eine bestimmte Zeit mit ihren Informationen an einem Platz aufbewahrt werden. Wir legen den Funktionalkorrektor für 10 Minuten auf den Tisch und anschließend wird er entfernt. Für 15, 20 Minuten stellen wir auf dieselbe Stelle einen Wassersensor, der aus einem kleinen Behälter mit destilliertem Wasser besteht. In dieser Zeit wurden Messungen gemacht und die Daten der Veränderung festgehalten. Die Informationen dieser Stelle wurden auf das destillierte Wasser übertragen, was auch gemessen werden konnte. Wir haben die gleiche Wirkung gemessen wie auch von dem Funktionalkorrektor. So konnte in vielen Beispielen die Umstrukturierung der Elemente des Wassers gezeigt werden. Was von den Geräten festgestellt wird, beschreibt, inwieweit sich Strukturen verändern und die Tendenz ihrer Bewegung, die entweder stimulierend, zurückhaltend oder harmonisierend ist. Dass die Funktionalkorrektoren eine Einwirkung auf das Wasser zeigen, haben wir auch mit anderen Methoden festgestellt. Es wurde klar, dass es nicht ausreichend wäre, nur eine Methode anzuwenden. Die eine misst die Bewegungsgeschwindigkeit der Mikroorganismen vor und nach der Einwirkung von Funktionalkorrektoren. Eine Art von Mikroorganismen-Infusoria, die Visierlinie im Mikroskop vorher 15, 17 Mal pro Minute überquerte, nach der Einwirkung aber von Funktionalkorrektor, waren es schon 25, 30 Mal. Sie sind aktiver geworden. Also bewirkt der Funktionalkorrektor eine Milieuveränderung, was die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Mit dieser Methode wurden alle 21 Funktionalkorrektoren untersucht und ihre positive Wirkung wurde nachgewiesen. Die Experimente haben gezeigt, dass sich bei der Einwirkung auf die Mikroorganismen die Widerstandsfähigkeit gegenüber den negativen Feldern erhöht hat. Beim Menschen werden die Erythrozyten aktiver. Wir untersuchten die Wirkung von Funktionalkorrektor auf Wasser, Essigsäurelösung, Heilkräuterlösungen, Spirituslösungen und so weiter. Starikova Tatjana Sergejevna, Leiterin des biochemischen Labors des Föderalen Wissenschaftlich-Klinisch-Experimentellen Zentrums der traditionellen Methoden der Diagnostik und Heilung vom Gesundheits- und Sozialentwicklungsministerium der Russischen Föderation. Sie ist Autorin von 150 Entdeckungen und Patenten, mit großen Verdiensten ausgezeichnete Erfinderin der UdSSR, beste Erfinderin in der Stadt Moskau. 20 Millionen Einwohner, mit großen Verdiensten als Erfinderin von dem Industrieverteidigungsministerium und Ministerium der Radioindustrie ausgezeichnet. Das Glas mit Wasser steht auf dem Funktionalkorrektor. Ein zweites Glas mit Wasser steht nicht weit vom ersten entfernt. Das mit Funktionalkorrektor strukturierte Wasser hat sich stark von dem Kontrollglas unterschieden. Und zwar in folgenden Parametern: pH-Wert, Infrarotspektrum, Redoxpotenzial. Es wurde ein einzigartiges Gerät zur Untersuchung von Wasserlösungen angewandt. Es war sehr interessant, die Einwirkung von Funktionalkorrektor auf das biologische Milieu des Menschen zu untersuchen, wie Blut, Speichel, Urin und andere Körperflüssigkeiten.
Es wurden Blut, Speichel, Urin und andere Körperflüssigkeiten mit Einwirkung von Funktionalkorrektor untersucht. Speichel ist ein optimales Medium, um den Gesundheitszustand zu ermitteln. Beim Gesunden zeigt der Speichel eine hochorganisierte Struktur, ähnlich einem flüssigen Kristall. Beim Kranken ist die Speichelstruktur ruiniert. Die Einwirkung auf den Speichel wurde direkt untersucht. Und genauso wurde auch die Einwirkung auf den ganzen Körper untersucht. Die Einwirkung auf den Speichel ist unmittelbar und sehr klar zu sehen. Die Einwirkung auf den Körper war nicht so klar zu definieren. Bei der Ganzkörperbehandlung mit Funktionalkorrektor spielen viele Faktoren eine zusätzliche Rolle. Die Versuche waren von etlichen Minuten Einwirkung bis zu etlichen Stunden. Untersucht wurde das Blut von Männern, Frauen, Kindern, von alten Menschen und Jugendlichen. Auf alle Menschen wirkt das Gerät. Sehr gut ist die Veränderung bei Kindern und Schülern zu beobachten. Eine Verschlechterung kann nicht verzeichnet werden. Ein ausgelaugter, alter Körper braucht eine längere Zeit der Behandlung. Bei alten Menschen kann die Anwendung auch ohne Verbesserung verlaufen. Fälle, wo die Veränderungen nicht stattfanden, waren selten. Das konnte damit verbunden sein, dass ein ausgelaugter Körper eine längere Behandlungszeit braucht. Diese Geräte arbeiten nach dem Gesetz, fügen niemanden einen Schaden zu. Wenn sie auch nicht helfen, Hauptsache, sie fügen keinen Schaden zu. Menschenblut ist eine Flüssigkeit, die mit geladenen Teilchen gefüllt ist und somit ein Elektrolyt. Ein Elektrolyt ist sehr empfindlich auf äußerliche Einflüsse. Elektromagnetischer Smog, Hochspannungsüberlandleitungen, Kühlschränke, Waschmaschinen, Lifte, Staubsauger, Mikrowellenherde, Ventilatoren, Küchenelektroherde, Föhne, Computer, Fernsehempfänger, arbeitende Automotoren und vieles mehr. All das hat eine sehr negative gesundheitliche Wirkung auf den menschlichen Körper. Die positive Wirkung von Funktionalkorrektor ist bei der Betrachtung von Biofeldern sehr gut zu sehen. Sogar eine 30-minütige Behandlung mit den Korrektoren ist ausreichend, um die Aura, die durch die negative elektromagnetische Felder beschädigt wurde, zum größten Teil zu regenerieren. Auf den Fotos ist die regenerierte Aura einer jungen Frau gut zu sehen. Sie wurde 8 Tage, also circa eine Woche lang, vom 3.9.2011 bis zum 11.9.2011 mit den Korrektoren behandelt. Es ist noch zu erwähnen, dass das voluminöse Feld rund um die Funktionalkorrektoren nicht nur dazu da ist, um den Elektrosmog zu minimieren, sondern auch die geopathische Belastung zu beseitigen. Der Funktionalkorrektor ist ein Gerät, das keine äußeren Felder aufbaut. Er verändert die Ströme von äußeren Feldern und strukturiert diese Felder so weit, dass sie der Struktur der Zellen näher kommen. Also je stärker diese Diskrepanz zwischen Frequenzcharakteristiken des Körpers und der Außenwelt ist, im Vergleich zu dem, was auf dem Funktionalkorrektor gespeichert ist, desto stärker antwortet der Korrektor, indem er versucht, diesen Zustand zu verändern durch einen von außen in die richtige Richtung veränderten Energiefluss. Er passt sich der äußeren Welt an und bei einer Diskrepanz stellen sich seine Reaktionen wieder automatisch ein. Korrektor funktionierender Zustand ist прежде всего профилактический аспект. Устройство, которое помогает человеку не болеть. Der Funktionalkorrektor ist zunächst nur ein Gerät oder Mittel, das dem Menschen nicht erlaubt, zu erkranken. Aufgabe der Funktionalkorrektoren: die Zellen und den Zellzwischenraum sowie alle Flüssigkeiten in einem optimalen Zustand zu versetzen, stärkt das Immunsystem
und der Körper ist in der Lage, jegliche Infektionen und andere fremde Eindringlinge zu besiegen. Der Unterschied zu allen anderen medizinischen Geräten dieser Art besteht darin, dass die Funktionalkorrekturen nichts bekämpfen. Sie bringen den eigenen Körper in Ordnung, von der Zellebene angefangen. In dem Körper werden solche Verhältnisse geschaffen, dass fremde Strukturen ignoriert werden, sodass die Immunität und Ausdauer des Körpers zunimmt, was die Lebensqualität sehr stark verbessert. Immunstimulator. Одновременно КФС выполняет и другие функции. Например, структурированная с его помощью вода помогает организму бороться с обезвоживанием и старением клеток. Die Funktionalkorrektoren sind somit ein starker Immunstimulator. Das strukturierte Wasser hilft gegen Exiskose und frühzeitiges Altern. Das bestätigen die Ärzte aus ihrer Praxis. Alle Funktionalkorrektoren, egal welcher Serie, strukturieren das Wasser. Einfaches Wasser als solches. Wasser in den Lebensmitteln, das Wasser in Bioobjekten und auch in unseren Körper. Khodchenkova, Biochemikerin, zweifacher Doktor der Medizin, Ärztin der höchsten Kategorie im Bereich Biochemie und Onkologie. Die Eigenschaften des strukturierten Wassers sind wohl bekannt. Es hilft, die Infektionskrankheiten zu bekämpfen, das Immunsystem zu stärken, den Stoffwechsel zu regenerieren. Das flüssige und kristallisierte Wasser in unserem Körper hilft ihm, mit negativen Folgen von elektromagnetischem Smog fertig zu werden. Es ist bekannt, dass das Blutplasma eine sehr komplizierte, salzige chemische Verbindung ist, die ihrer Struktur nach dem Meerwasser sehr ähnlich ist. Für uns alle ist es sehr wichtig, in welchem Zustand es sich befindet, mit anderen Worten, wie das Säure-Basen-Gleichgewicht des Körpers geschaffen ist. Die Störung dieses Gleichgewichts führt dahin, dass der Körper übersäuert oder zu basisch wird. Die Übersäuerung trägt die meiste Schuld an der Entstehung von pathologischen Veränderungen im Körper. Die Funktionalkorrektoren regulieren die Wasserelektrolytbalance und die Blutzusammensetzung. Daher beugen sie das frühzeitige Altern vor. Funktionalkorrektoren regenerieren den Biorhythmus, insbesondere die Aktivität der Epiphyse und damit die ganze Kaskaden der hormonellen Stoffwechsels. Wir werden jünger. Die wissenschaftlichen Forschungsarbeiten in dem Bereich der strukturierten, wässrigen Lösungen mit den Funktionalkorrektoren haben gezeigt, dass es in solchen Stoffen keine Vermehrung von pathologischen Mikroorganismen gibt, dass sich keine Toxine bilden und Salze nicht ausfallen. Aufgrund dieser Forschungsarbeiten wurden die Funktionalkorrektoren der blauen Serie hergestellt. Wenn auch alle Korrektoren dieser Serie vielseitig und harmonisierend wirken, besitzt jeder von ihnen seine ausgeprägte Besonderheit. Der Funktionalkorrektor Nummer 1 hat eine stark ausgeprägte antiparasitäre Wirkung. Mithilfe des Funktionalkorrektors, genauer gesagt mithilfe von elektromagnetischen Wellen, schaffen wir sehr komfortable Bedingungen für die gesunde Zelle. In diesen Feldern können sich die Viren und Parasiten nicht lange vermehren. Sie sterben oder verlassen den Wirt. Diese Fähigkeiten werden in der Industrie genutzt, um die Vermehrung der Mikroflora zu bremsen. Wurden die Funktionalkorrektoren in etlichen milchverarbeitenden Betrieben unter die großen Silobehälter gelegt. Der Erfolg war überwältigend. Vorher wurde die Milch, besonders im Sommer, nach einem Tag sauer, mit den Funktionalkorrektoren erst nach 3 Tagen. Dies gilt auch für die Nutzung im privaten Haushalt. In den heißen Tagen sollte man die Korrektoren auf die schnell sauer werdende Lebensmittel legen. Sie werden einfach länger frisch bleiben. In der blauen Serie gibt es einen Funktionalkorrektor Nummer 2, der den Körper von Parasiten, Toxinen, Schlacken und anderen schädlichen Substanzen reinigt.
Eine Reihe von Funktionalkorrektoren besitzen eine hormonelle Ausrichtung. Die Nummer 3 zum Beispiel normalisiert die Hormonproduktion von Östrogen bei der Frau und verbrennt sehr effektiv das Fett. Das Gewebe wird stramm. Die Fette werden durch biochemische Reaktionen in Eiweiß und Kohlenhydrate umgewandelt. Das heißt, es sind die Bau- und Energieelemente der Zellen. Das Gewicht verändert sich lange nicht immer, aber die Maße ändern sich immer. КФС, кроме сжигания из внешнего жира, повышает в крови уровень мужского полового гормона тестостерон. Der Männerfunktionalkorrektor Nummer 4 normalisiert die Hormonproduktion des Testosterons beim Mann, verbrennt die Fette und hilft sehr effektiv bei der Bewältigung der urologischen Probleme. Funktionalkorrektoren Nummer 6 bis 8, die Kosmetikserie. Kosmetika wirken stärker, wenn sie mit diesen Funktionalkorrektoren behandelt werden. Die Haut wird sauberer, heller und feuchter. Ein Lifting-Effekt entsteht durch das Zusammenziehen der Haut und der Verbesserung des Tonus der mimischen Muskulatur. Korrektor Nummer 5 wirkt auf das Gewöhnungszentrum im Gehirn, das auch für andere Abhängigkeiten zuständig ist. Meine dreijährige Erfahrung mit den Korrektoren hat gezeigt, dass die Raucher weniger Zigaretten pro Tag brauchen. Viele wurden von diesen Abhängigkeiten befreit. Die Trinker wurden abstinent, die Drogensüchtige frei von Drogen. Besonderen Stellenwert genießen die Informationen von den grünen Platten. Die speziellen Expeditionen erlaubten die Aufladung mit Informationen von vielen Kraftplätzen Russlands. Die Wellencharakteristiken, die aus den vielen Kraftplätzen Russlands stammen, sind gesammelt worden aus dem Nordkaukasus, aus den Dalmenen, Arkaim, Süduralgebirge, Jakutien, Wasserproben aus den heiligen Orten von Rostov, Zentralregionen Russlands, Altai und andere. Die vielen wissenschaftlichen Experimente in den medizinischen Einrichtungen haben gezeigt, dass die Korrektoren die gleiche Wirkung zeigen auf der wässrigen Lösungen und lebenden Organismen wie die Informationen von den Urquellen. Wer einen grünen Korrektor in der Tasche hat, besitzt einen eigenen Kraftplatz, der den Körper aufladet und das Immunsystem wird dabei gestärkt, der Körper verjüngt. Alle Funktionalkorrektoren sind Synchronisatoren zwischen den Innenrhythmen des Körpers und Rhythmen des Magnetfeldes der Erde sowie Rhythmen der äußeren kosmischen Strahlung. Die Forschungsarbeiten wurden fortgesetzt. Ich halte in meinen Händen einen Korrektor der lila Version. Die letzte Errungenschaft. Sie folgt den blauen und grünen. Die blaue Serie synchronisiert mit der Erde Informationen von Pflanzen, Mineralien. Die grüne Serie mit den Kraftplätzen und die lila Platten dienen zur schnellen und leichten Adaption an äußere kosmische Naturkatastrophen, die vorher erwähnte Magnetstürme verschiedener Herkunft, Zusammenbrüche, Kollapse in den weitesten Teilen der Sonnengalaxie, also von gesamten Kosmos und nicht nur von unserem Sonnensystem. Также людям, занимающимся духовными практиками и самосовершенствованием. Добавим к этому, что живые пластины. Die Lila-Serie ist auch für Menschen, die geistliche Praktiken ausüben. Sie helfen, einen Schutz gegen Fremdeinwirkungen und gegen äußere psychoenergetische Aggressionen aufzubauen. Sie helfen den Menschen bei psychischen Problemen. Борис
Alle Funktionalkorrektoren sind für die Übertragung aller Informationen, die auf diesen gespeichert sind, für den Körper und für die Wasserstrukturierung vorgesehen. Die Behandlung mit Funktionalkorrektoren ist eine systematische Behandlung des Körpers und behebt das Trinkwasserproblem. Das ist ein metabolischer Einfluss auf alle Körperorgane und Systeme. Das Wasserproblem ist in der ganzen Welt ein sehr brisantes Thema. Das Wasser aus der Flasche und aus der Wasserleitung ist die Quelle der Disbalancierung des menschlichen Körpers. Wenn das Wasser aber mit Hilfe von Korrektoren strukturiert wird, verwandelt es sich zu einem mächtigen Stabilisator für den Organismus. Beim Strukturieren müssen die Platten ca. 2 bis 3 Minuten über oder unter den Behälter gehalten werden. Ich nehme eine Wasserflasche, um die Technik zu zeigen, wie man den Inhalt strukturieren kann. Es ist nicht nur Wasser, sondern auch Lebensmittel, fertiges Essen, verschiedene Gel, Salben und alles, was Wasser beinhaltet, die man strukturieren kann. Beim Strukturieren müssen die Platten über oder unter den Behälter ca. 2-3 Minuten gehalten werden. Beim Strukturieren von Salben, Creme und anderen Kosmetikstoffen wird ihre Wirkung verstärkt. Mit Funktionalkorrektoren kann man alle Lebensmittel, auch relativ trockene, strukturieren. Wasser ist in allen Lebensmitteln vorhanden. Um die Strukturierung zu beschleunigen, kann man die Flasche mit Wasser kurz schütteln, vorher die Flasche aber öffnen. Auch das Wasser beim Duschen oder in der Badewanne kann man strukturieren, indem man einfach einen Funktionalkorrektor auf den Wasserhahn legt. Das fließende Wasser wird dann sofort strukturiert. Принимая ванну или душ, расположите пластину над трубой или краном. КФС структурирует движущийся поток воды очень быстро, буквально в реальном масштабе времени. Es ist auch möglich, die gefüllte Wanne mit Hilfe einer kleinen, vorher strukturierten Wassermenge zu strukturieren. Das Wasser in der Wanne muss dabei vermischt werden. Beim Strukturieren sollte man nicht verschiedene Funktionalkorrektoren benutzen, das heißt, nicht unterschiedliche Informationen vermischen. Die wirken sehr gut beim Tragen am Körper. Nach ca. 2 Stunden sollte die Platzierung der Platte am Körper gewechselt werden. Auf den Problemstellen sollten sie längere Zeit getragen werden. Man kann sie auch an die Kleidung anbringen. Besonders erfolgreich sind sie bei der Heilung von Knochenbrüchen. Funktionalkorrektor Nummer 7 kann man auf dem Gips über der Bruchstelle befestigen. Die Bruchstelle heilt dann ca. 2 Wochen schneller ab. Funktionalkorrektor Nummer 7 hebt den Schmerz sehr schnell auf und ermöglicht die beschleunigte Zufuhr von Kalzium zu der Bruchstelle. Die häufig auftretende Kallusbildung bildet sich nicht aus und die Bruchstelle ist beim späteren Röntgen nicht zu sehen. Die Funktionalkorrektoren kann man auch am Halsband tragen. Dabei muss die Platte über der Region des Solarplexus getragen werden. Die Funktionalkorrektoren kann man auf den Problemstellen tragen, also auf den Projektionsstellen des Innenorgans, auf der Hautoberfläche. Wir können diese Korrektoren in den Taschen, Handtaschen und anderen Stellen tragen. Ich trage sie in allen Taschen meiner Kleidung und sie behindern einander nicht. Damit bieten sie mir gleichzeitig Schutz und strukturieren die wässrige Lösung des Körpers. Beim Tragen der Korrektoren am Körper wird er nicht nur von den technogenen Belastungen geschützt, sondern gleichzeitig werden seine Körperflüssigkeiten strukturiert. Um sich von den äußeren elektromagnetischen Belastungen zu schützen, kann man auch die Korrektoren an den Anschlussstellen im Haus von Elektrotelefon, Gas- und Wasserleitungen befestigen. Разработка, отладка и проверка корректоров функционального состояния длились несколько лет. Сегодня они применяются и уже прекрасно. Bei wissenschaftlichen und Kopfarbeiten aller Art dienen sie als Synchronisator der beiden Gehirnhemisphären,
was die Gehirnblutversorgung und die Blutzirkulation verbessert. Korrektoren für Arbeiter und Sportler mit starker physischer Belastung ermöglichen erhöhte Leistung und schnelle Regeneration nach der Belastung. Bei Physiotherapeuten schützen sie vor Energieverlust während der Therapie. Bei Ärzten bauen sie die Aura auf und schützen vor Fremdenergie. Das gleiche gilt für Rechtsanwälte, Richter, Lehrer, Erzieher und viele mehr. После соответствующих проверок Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития выдала регистрационное удостоверение на корректор функции. Die föderale Dienststelle stellte am 2. November 2009 als Aufsicht im Gesundheitswesen und sozialer Entwicklung einen Registrierschein auf unbegrenzte Zeitdauer aus. Der Korrektor schützt vor negativen Strahlungen, erhöht die Immunität, hemmt vorzeitiges Altern. Die Wirkung kann man durch unser Bewusstsein verstärken, weil der Korrektor in dem gleichen Frequenzspektrum arbeitet wie auch unsere Denktätigkeit. Das aber bedeutet Folgendes: Wenn Sie an diese Methode, die tatsächlich vorhanden ist, nicht glauben, dann, wie die Therapeuten so schön sagen, werden sie sich selbst blockieren. Und der positive Effekt wird minimiert. Also trifft das ein, was allen Ärzten bekannt ist: Man muss an die Heilung glauben. Wenn ich glaube, dann helfe ich, mich selbst zu verändern. Das heißt, den Raum, um mich mit Hilfe von Funktionalkorrektoren zu verändern, zum Wohl des Körpers und der Seele. Die Wissenschaftler bleiben am Ball. Die Funktionalkorrektoren haben eine große Zukunft.